Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ja, wie ihr vielleicht schon im Titel entnommen habt, ist das hier wieder ein weiteres Java-Tutorial-Dings da Bumster. Aber diesmal geht es nicht um Minecraft-Mods und generell nicht um Minecraft, sondern ich würde euch gerne zeigen, wie ihr ein eigenes Spiel programmieren könnt. Das Ganze geht dann zurück auf mein Spiel, was ich programmiert habe für das Gewinnspiel von Gorgon und Saraza, beziehungsweise LBD Live, was ich dann auch dreimal gewonnen habe, was ziemlich awesome ist, aber gut. Und da hat mich halt unter so einem Video ein paar Leute gefragt, ob ich nicht eventuell ein Video darüber machen könnte oder generell eine Tutorial-Reihe darüber machen könnte. Und das mache ich auch jetzt direkt mal. Und ich bin gerade ein bisschen Mikro verstellen. So, jetzt müsste es besser gehen. Okay, Video machen wir gleich auch mal an. Okay, wie ihr sehen könnt, befinde ich mich jetzt hier. Also ich habe Eclipse schon gestartet und befinde mich jetzt hier. Da, wo wir den Minecraft-Mod immer programmiert haben, aber da wollen wir jetzt gar nicht hin, weil wir ja ein ganz neues Spiel so programmieren wollen. Okay, dazu geht ihr erstmal auf Switch Workspace und dann sucht ihr euch irgendeinen anderen Ordner aus. Also ihr könnt euch einfach irgendwo einen Ordner erstellen und den könnt ihr dann auf Others klicken und dann Browse, dann könnt ihr halt zu diesem Ordner hin navigieren. So, ich habe da schon einen schönen Standardordner, in dem ich sowas immer programmiere, also meine eigenen Programme, und da will ich jetzt kurz hin switchen. Ja, da muss Eclipse eben neu laden und so weiter und so fort. Okay, da sind wir auch schon, wie ihr seht hier. Ich habe jetzt nichts, also ich habe hier jetzt einen ganzen Haufen von Ordnern und so weiter. Den würdet ihr jetzt nicht haben, ihr würdet einfach an der Seite nichts haben. Die ganzen Ordner sind alles nur Projekte, also Programme, die ich schon angefangen habe zu programmieren. Das hier ist jetzt zum Beispiel mein Spiel, also hier Pixel Risen. Das ist mein Spiel, was ich programmiert habe. Das sind die Original-Source-Dateien, die ich auch so ein bisschen weitergemacht habe, weil ich das jetzt mal starte. Dann werdet ihr jetzt sehen, dass ich hier jetzt ein neues Fenster habe, was anders aussieht als sonst. Also wie das Spiel vorher aussah, und habe ich hier einen Singleplayer, Multiplayer, Quit Game Button, wenn ich hier auf den Singleplayer drüber starte, das Spiel halt ganz normal. Und ich habe ein paar neue Funktionen, wie zum Beispiel das Decken reingebracht mit Ausdauer. Man braucht halt Ausdauer und verbraucht halt Ausdauer fürs Decken. Und die Reaktion vom Schlagen geht das auch schneller und so weiter. Und ich habe eine ganze Menge Bugs gefixt. Also wenn ich jetzt auf dem Fenster klicke, wieder reinklicke, läuft das Spiel doch wieder. Darum sollte es aber hier auch gar nicht weitergehen. Sondern, ich würde sagen, fangen wir gleich erstmal an, halt ein neues Spiel zu programmieren. Und wobei fällt gerade auf, vielleicht sollte ich es vielleicht so machen, dass ich wirklich von einem ganz neuen Workspace anfange. YouTube, wie nenne ich das mal? Spiel. Dude. Okay, ist halt nichts drin. Starten wir Eclipse nochmal neu. So, und switche ich hier wieder die Workspace, gehe auf Others, Desktop. Was gibt's auf dem Desktop hier? YouTube Tutorial Spiel, okay. So, einmal neu starten. Genau, und dann müsst ihr auf diesem Fenster kommen, weil an diesem Ordner halt noch nichts drin ist. Und dann geht ihr eben hier auf Go to Workspace. Und dann seid ihr hier in diesem leeren Fenster, wo hier auch noch keine Projekte an der Seite sind. Okay, als erstes, was ich jetzt machen werde, ich klicke hier oben auf Window und lasse mir die Konsole anzeigen. Show View Console. Dann habe ich unten nämlich die Konsole und die ist ziemlich wichtig. Wenn ihr jetzt nochmal euren Ordner öffnet, dann werdet ihr feststellen, dass hier drin ist eine neue Datei, ist die Metadata-Datei. Da sind quasi die Settings für euer Projekt drin jetzt. Oder für Workspace. Und wie ihr jetzt ein neues Projekt erstellt, und das müsst ihr als erstes machen, ist ganz einfach. Ihr macht hier im Package Explorer einfach einen Rechtsklick, geht auf New Java Project.
Und dann gibt ihr einen Namen für das Projekt ein. Ich nenne es einfach mal Java Game, nenne ich es einfach mal. Ja, das ist die Standardmeldung. Okay, dann habt ihr hier euer Game. Wenn ihr es mal hier aufklappt mit dem kleinen Pfeil in der Seite, werdet ihr feststellen, dass wir folgende zwei Dateien drin haben. Einmal die Sources, das ist ein leerer Source-Ordner, da ist noch nichts drin. Und einmal die JRE System Libraries. Was da drin ist, ist ganz einfach. Da sind die also die ganzen Sachen drin, die mit Java kommen, also sämtliche Libraries und so weiter, die mit Java kommen. Das sind quasi existierende Programmteile. Und ja, mit diesen Programmteilen, die sind auf jeden Fall sehr, sehr wichtig, wenn ihr mit Java arbeitet. Ihr könntet rein theoretisch auch komplett ohne die arbeiten, aber das ist totaler Schwachsinn, weil dann müsstet ihr quasi wirklich alles selber programmieren. Dann habt ihr, ja, könnt ihr im Prinzip nur das aller Basic Java nehmen. Und ihr habt zum Beispiel keinen Zugriff auf die Random-Klasse, die ja sehr, sehr wichtig ist eigentlich bei Spielen und so weiter. Ihr hättet keinen Zugriff auf irgendwas im Prinzip, wenn ihr ohne diese System Libraries programmiert. Also die braucht ihr auf jeden Fall. Okay, was ich vielleicht noch anmerken sollte, wir werden jetzt in diesem Tutorial nur ein 2D-Spiel programmieren. Ganz einfach aus dem Grund, dass 3D-Spiele für Anfänger noch viel zu kompliziert sind. Also da ist eine ganze Menge mehr und schwierigere Mathematik drin und ist ganz einfach sehr viel schwieriger. Selbst wenn man mit externen Libraries, zum Beispiel der OpenGL arbeitet, mit auf der Minecraft auch programmiert ist, selbst dann ist das noch viel, viel, viel zu schwierig für Anfänger. Und deswegen programmiere ich jetzt erstmal, zeige euch erstmal, wie ein zweidimensionales Spiel programmiert. Und ja, des Weiteren würde ich noch anmerken, dass ich dieses ganze Spiel jetzt erstmal ohne Vorlagen programmiere, also wirklich komplett ohne Vorlagen. Das liegt einfach nur an dem Grund, dass ja, dass ich schlecht ein ganzes Spiel vorprogrammieren kann, weil ich dann immer wieder nachprogrammiere. Bei Minecraft geht das relativ einfach, weil man da immer nur so kurze happenweise Zeug halt vorstellt und dann kann man das eben durchtesten. Halt sich einen Code zusammenlegen, den auf einem anderen Bildschirm ziehen und dann was programmieren. Das geht es bei dem Spiel nicht. Da mache ich wirklich alles aus dem Kopf. Und ja. Wie dem auch immer sei, wir machen jetzt einen Rechtsklick auf Sources, gehen auf New. Nein, nicht Class, Package natürlich. Weil wir brauchen erstmal ein Standard-Package. So, wie nennt man jetzt die Packages? Das habe ich. Vielleicht an alle die mein ja meine Minecraft Modding Tutorials jetzt verfolgen, die wissen das vielleicht schon. Man nennt das Package immer nach dem Domain seiner Website. In diesem Fall habe ich jetzt keine wirkliche Website. Ich benenne das Ganze erstmal nach meinem YouTube-Namen. Also mache einfach mal de.latein Zecker Kecker oder was auch immer, wie immer man es aussprechen will. Kommen. Okay. Ja, das ist halt hier jetzt unser oder mein Hauptpackage und das solltet ihr auch erstellen oder irgendwas, wie immer ihr es nennt. Okay, in dem Hauptpackage könnt ihr dann eine neue Klasse erstellen mit New Class und die nenne ich Main. Drückt ihr Enter. Einfach, ja, und dann habt ihr hier eure Main-Klasse. In dieser Main-Klasse ist noch nichts drin. Und dagegen müssen wir was tun. Und zwar gibt es in Java eine sogenannte Main-Methode. Die Main-Methode ist die erste und einzige Methode, die vom sogenannten Class-Loader aufgerufen wird. Also das ist im Prinzip die einzige Methode, die von Java geladen wird. Und diese Main-Methode, die daran, also das müsst ihr dann so programmieren, dass diese Main-Methode systematisch alles andere abruft, was dann auch abgerufen werden soll, was dann dazu führt, dass euer Spiel auch läuft. Okay, wie ihr die erstellt, das ist mit Eclipse relativ einfach. Da gibt es eine Autovervollständigung für. Geht ganz easy. Der macht, schreibt ihr einfach hier Main hin in kleinen Buchstaben, drückt dann Steuerung Enter und dann solltet ihr hier diese Auswahlmöglichkeit haben: Main Method. Drückt ihr einfach Enter drauf und dann habt ihr diese Methode. Wie ihr sehen könnt, es ist eine Public-Methode, eine statische Methode.
Das heißt, dass ihr in eurer Main-Klasse so ziemlich alle Methoden und Variablen statisch werden, so werden, tun haben. Nein, die werden wahrscheinlich alle statisch werden, weil ihr die sonst nicht mit der Main-Methode aufrufen könnt. Die ist halt Main, so muss er auch heißen, und die übergibt euch einen String. Array mit den Argumenten. Die sind aber eigentlich unwichtig, das sind quasi die Argumente, die ihr übergebt, wenn ihr das Programm aufruft. Also es gibt ja diesen Java-Befehl, java.xmx2g, also 2 GB Arbeitsspeicher würde ich dann zuweisen, minus XMS 1 GB, dann jar, dann und dann halt den Namen davon, also meinetwegen jetzt Tutorial-Spiel. .jar und dahinter würden dann die Argumente kommen, aber die sind jetzt in diesem Fall total unwichtig, die braucht ihr für ein Spiel überhaupt nicht und deswegen werden wir die auch nicht benutzen in diesem Tutorial. Was gibt es dann noch? Als erstes müsst ihr wissen, wie ein Spiel aufgebaut ist. Ganz einfach. Ein Spiel läuft, also das Spiel, was ich jetzt euch zeigen will, das ist ein relativ simpler Grundsatz. Das wird nur auf einem einzigen Thread laufen. Natürlich, professionellere Spiele laufen aus mehreren Threads, aber das ist dann anders geregelt. Dann werden die Threads synchronisiert, damit das dann alles auch gut laufen kann. Und ja, da werde ich jetzt aber auch gar nicht drauf eingehen, weil das läuft dann auch nicht über Java. Also Battlefield wird garantiert nicht über Java laufen, sondern das läuft dann über andere Engines, die halt relativ nah am Maschinencode geschrieben wurden, deswegen sehr viel schneller sind als in diese höhere Programmiersprache Java und ja, das ist dann halt sehr viel schneller und im Prinzip auch professioneller, aber ja, das ich werde euch jetzt garantiert nicht zeigen, wie ihr mit irgendwelchen Assemblern und den Engine zusammenzimmert, weil das dauert dann 2 Jahre ungefähr, so ein Tutorial. Und das ist zu lang. Okay, deswegen werde ich euch einfach mal erklären, wie es der Grundaufbau eines Spiels ist. Ihr habt eine Main, also eine Game Loop. So heißt die. Also erstmal wird, ihr habt quasi drei große Dinge, die bei dem Spiel passieren. Erstmal habt ihr den Game Init. Beim Init werden sämtliche Dateien geladen, also die Bilder und so weiter. Danach wird die Game Loop gestartet. Die Game Loop ist einfach eine Dauerschleife, die so lange durchläuft, bis das Game geschlossen wird. Und danach habt ihr einfach noch den Cleanup. Das heißt, der Cleanup, der löscht dann alle eure Sachen, bevor das Spiel dann auch wirklich geschlossen wird. Ja, der Cleanup ist das bei Java nicht ganz so wichtig, weil Java das für uns übernimmt. Also das eigentliche Cleanup, da können wir einfach einen sauberen Cut machen mit System.exit und das Parameter 0 übergeben. Dann werden alle Variablen automatisch aus dem Arbeitsspeicher geworfen. Da müssen wir uns keinen großen Kopf drum machen. Ich werde das aber trotzdem jetzt einfach mal mit reinnehmen und einfach System.exit 0 reinschreiben. Ja, und des Weiteren sollte ich vielleicht noch erklären, wie eine Game Loop funktioniert. Ganz einfach. Bei einem Spiel werden erst immer also da wird erst berechnet und dann gezeichnet. Das heißt, wenn ihr eine Taste drückt, also wenn ihr es nach vorne drückt, wird erst berechnet, wie sich der Charakter dann bewegt, also wie sich das verhält, wie sich die ganze Welt daraufhin verhält, wie eventuell auch die AI reagiert, wie sich die AI bewegt. Und wenn dann diese Bewegung bzw. die neuen Positionen der Objekte berechnet wurden, dann wird gezeichnet, also dann werden diese Änderungen auf den Bildschirm drauf gezeichnet. Und ja, so funktioniert einfach nur die Game Loop. Also wir berechnen erst und dann zeichnen wir. Das ist eigentlich das Einzige, was ihr euch merken müsst. Und ja, wir erstellen jetzt einfach mal diese leeren Methoden und dann beende ich dieses Tutorial auch an dieser Stelle und dann geht es beim nächsten Tutorial weiter. Okay, die eine Methode ist einfach nur private void, nein, private static void game loop. Könnt ihr nennen, wie ihr wollt. Ich nenne es auch so, weil es am klarsten ist. Dann haben wir noch eine private static void game init und eine private static void game close. Okay, wie wird es aufgerufen? Ganz einfach, zuerst wird Game Init aufgerufen, danach wird Game Loop aufgerufen
Und danach wird Game Close aufgerufen. So, wenn ihr jetzt das Programm starten würdet, würdet ihr sehen, es passiert nichts, absolut nichts. Wenn es aber hier jetzt einfach nur um euch zu beweisen, dass die, dass das funktioniert, also dass unsere Main auch wirklich alles aufruft, kann ich einfach mal hier sysout reinschreiben, strg drücken, jetzt ist die Autovervollständigung für system.out.println. Damit könnt ihr jetzt Sachen in die Konsole schreiben. Und da gebe ich einfach mal Hallo Welt ein. So, was es machen müsste, ist, weil die Main-Methode eben aufgerufen wird, ihr müsst jetzt uns hier unten in die Konsole Hallo Welt schreiben. Ich drücke einfach mal hier auf den kleinen grünen Play-Button, drücke OK und wir sehen hier unten in der Konsole Hallo Welt, OK. Unser Programm funktioniert, also die Main funktioniert auf jeden Fall. Gut, das war es dann jetzt auch eigentlich schon von diesem Tutorial und ja, beim nächsten Tutorial werde ich weiter auf die Game Loop eingehen. Wir werden erstmal ein Fenster erstellen, auf dem wir dann nachher halt auch spielen können. Und ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, könnt ihr natürlich einen Like da lassen. Und ja, wenn ihr weiteres von dieser Tutorial-Reihe sehen wollt, beziehungsweise wenn ihr euer Game auch wirklich fertig kriegen wollt und nicht nur ein nutzloses Programm haben wollt, könnt ihr mich natürlich auch gerne abonnieren, dann werdet ihr immer auf dem Laufenden gehalten über neue Uploads und so weiter. Bis zum nächsten Video.